gekommen aus der wunderschönen Stein auf Stein zum Ziel. Was wollen wir noch an der Pfanne? Überhaupt nichts. Wir gar nichts. Hallo und herzlich willkommen aus der wunderschönen Wiesermarsch. Und gerade ist sie mal wieder nicht so schön. Das regnet schon wieder seit Tagen. Das Wasser steht schon wieder überall so hoch. Und die Schafe sehen aus mittlerweile, ja, wie Hippies aus den 70ern. Die haben nämlich keine Locken mehr, sondern die Haare hängen nur noch so runter. Herzlich willkommen hier in meiner kleinen Klemmbaustube bei Stein auf Stein zum Ziel. Ich bin Andreas und sage Moin Moin. Da bin ich wieder und ich habe euch ein tolles Set mitgebracht, Freunde. Vom Funwohl. Endlich darf ich es auch mal klemmen. Oder darf ich auch mal sowas klemmen? Den Camper. Und da gingen meine Emotionen auf und ab bei dem Set. Auf der Rückseite seht ihr einmal, wie es beleuchtet aussieht und einmal, wie es dunkel aussieht. Da fiel mir vorhin was zu ein, aber ich sag's jetzt leider nicht mehr. So, jetzt, Freunde. Wenn ihr Bock habt, besucht uns doch mal bei Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein bei Facebook. Wenn ihr Lust auf andere Menschen habt, wenn ihr Lust auf andere Sets habt, mal zu sehen. Wenn ihr einfach immer Informationen haben wollt, wo man vielleicht mal was günstiger kriegen kann oder Rabattcodes bekommen kann oder einfach nur mal zum Reinschnuppern, dann besucht uns und wir freuen uns. Bei uns ist immer eine Menge los. Es sind immer irgendwelche Ankündigungen und jetzt am Wochenende haben wir was zu verlosen, nämlich 3 Sets. Weil wir nämlich unsere 1000 Abonnenten geknackt haben. Und da habe ich gedacht, okay, als kleines Dankeschön werde ich mal 3 Sets zur Verfügung stellen und werde die einfach mal verlosen. Also, jetzt wäre die Gelegenheit, uns mal zu besuchen. In diesem Sinne möchte ich auch gleich nochmal wieder ein paar Grüße loswerden. Markus Müh, lieben Gruß mal zu dir hin. Der Markus ist jeden Samstag unterwegs. Den verlinke ich euch mal live. Eine tolle Truppe, könnt ihr euch da so ein bisschen anhören, mitquatschen und. Vicky von Vickys Klemmbausteinwelten, natürlich. Und nicht zu vergessen, Mario der Brickklemmner. Und Freunde, der hat nämlich gestern war Freitag, ein Audi 90 Quattro vorgestellt von Mega. Und ist Tatsache Mega. Also nicht nur der Mario, sondern Tatsache das Set. Guckt da rein, Freunde. Ich bin fassungslos, wie geil dieses Set ist. Leider auch schweineteuer. So, Freunde, komm, lass uns mal nicht so viel quatschen heute. Ich kenne das von mir, wir gehen jetzt auf den Bautisch, dann bauen wir ein bisschen nachher auf den Drehteller. Ob das ganze Objekt überhaupt auf den Drehteller nachher passt, das seht ihr. Und dann kommen wir auch schon zum Schlusswort. Nee, dann packe ich das Fahrzeug noch ein bisschen aus und wir quatschen noch ein bisschen rüber. Dann kommen wir zum Schlusswort und dann ist es auch schon zu Ende, das Video. Freunde, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei dem Video und dann sehen wir uns gleich am Ende nochmal. In diesem Sinne, viel Spaß! So, aufgemacht. Und so sieht das Ganze von innen aus. Der Karton ist ganz schön vollgepackt für 1600 Teile, nee, 1700 Teile. Ein richtig dicker Schinken. Oh ja, aber genau das Richtige für mich, für blinde Leute. Wahnsinn. DIN A4 Seite fast groß. Ja, wohl nicht ganz, aber leck mich am Arsch, Mari. Ja. Der ganze Schmöker wiegt mehr wie der Rest vom Karton. Ich vermute mal, das wird die Beleuchtung sein, ja, genau. Ja, und der Rest sind Bausteine, unterteilt. Bauabschnitt, das ist das 3. 6, 11, ja, eine ganze Menge drin, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir fangen mal mit Bauabschnitt 1 gleich an. So, ich habe das Buch nochmal aufgeschlagen für euch, für mich, damit ich da was sehen kann. Da waren Aufkleber mit bei. Oh, kommt schon. So ein paar Stück, nichts Wildes. Blättern wir einmal kurz durch, damit ihr das auch seht. Hier ist nochmal so ein bisschen, ja, technische Zeichnung, wollte ich gerade sagen.
ja, da sind die das Beleuchtungsset, wie man das anschließt. Oh, das hier kenne ich von Hajo. Ich habe mir da ja so ein bisschen Beleuchtungsteile geholt. Zeigen Sie es nochmal mit den Aufklebern. Und dann geht das auch schon mit Bauabschnitt 1 los. Ich bin mal gespannt. Also, ich bin begeistert, dass es so groß ist. Gerade für meine alten Augen finde ich das natürlich super. Gefällt mir sehr gut. Das Buch ist natürlich unwahrscheinlich dick. Das heißt, irgendwann, ich schlage das ja immer gerne so um, ja. Weil ich ja nicht ganz so viel Platz habe. Das wird dann da bei dem Buch nichts. Aber ist okay. Ich kann da gut mit leben. Wie gesagt, das ist so riesengroß, ne? Sehr cool. Ich fange Bauabschnitt 1 mal an und dann melde ich mich gleich mal wieder. Freunde, Bauabschnitt 1 ist fertig. Das ging sehr locker von der Hand. Das gefiel mir sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Vorne habe ich schon ein bisschen die Lenkung. Der Lenkeinschlag ist jetzt nicht ganz so dolle. Da muss ich nachher mal gucken, wie es ja nachher in Wirklichkeit aussieht, wenn die Räder alles drauf sind. Ansonsten fast wie bei Lego. Also eine Seite paar Steinchen, nächste Seite. Also ihr blättert sehr viel. Okay, bei so einem Schmöker. Klemmkraft ist top. Gibt es nicht zu quaken. Habe ich euch schon mal hier Schildi gezeigt? ja. Cool. So, Freunde. Weiter geht's mit Abschnitt 2. Ihr seht da diese Box, die habe ich gerade aufgemacht. Da sind eure Elektronikteile drin. Und ihr seht da, ich hoffe, ihr seht das, man soll Nummer 1 öffnen und da sind die vorderen Leuchten drinne. Also habe ich Packung 1 aufgemacht und Tatsache waren da die weißen Leuchten drin und zusätzlich auch noch die, na komm, die Rückleuchten. Die sind da. So sieht das Ganze aus. Und am Ende habe ich euch schon mal gezeigt, auch vom Hajo, glaube ich, habt ihr diese kleine Steckverbindung. So, jetzt könnt ihr das einbauen. Und am Ende seht ihr, dass irgendwie eine Birne kaputt ist oder was weiß ich. Dann guckt ihr ganz schön dusselig aus der Wäsche. Also habe ich dann 2, 3 und 4 auch aufgemacht, bis ich dann endlich diesen Verteilerstecker gefunden habe. Und den hier, den brauche ich aber nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Beleuchtungsstein. Wichtig war quasi der Verteiler und das USB-Kabel und die Box. So. Das teste ich jetzt gleich erstmal aus. Ich stecke das gleich zusammen. Wenn sie funktionieren, baue ich sie im Fahrzeug ein. Wenn nicht, habe ich ein Problem. So, da bin ich wieder. Batteriebox alles angeschlossen. Und jetzt sehen wir gleich, was passiert. Entweder Hü oder Hot, ne? Ich hoffe, dass das Hü ist. Und guck, leuchtet. So, jetzt kann ich die auch gleich einbauen und bin mir dann auch sicher, dass die funktionieren. In dieser Box übrigens kriegt ihr auch noch eine schöne Pinzette. Aber richtig, wirklich, wirklich ein geiles Teil. Schön stabil, hundertprozentig. Also da bin ich echt begeistert. Super. So. Wie gesagt, erst Lampen ausprobieren, dann einbauen. Leider müsst ihr dann eben alle Tüten eben einmal aufmachen. Oder ihr guckt mein Video und macht gleich die Tüte 4 auf, da liegt es nämlich drin. So, und jetzt wird weitergebaut. Bauabschnitt 7 ist jetzt dran. Es sieht jetzt so von innen aus. Und da hinten in der Ecke, da seht ihr so ein bisschen die Kabellage. Also ich habe es nicht anders hingekriegt. Ich konnte es jetzt irgendwie nicht anders verdecken. Ich glaube, Leute, die da so richtig Hightech drin sitzen, die sagen jetzt, oh Gott, oh nee, die hätte es besser verstecken müssen. Ja, hätte ich. Aber ich habe es nicht besser hingekriegt. Freunde, das Set macht einen Heidenspaß. Ohne Scheiß. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich bin total begeistert.
die Leiter da, die hat mir so ein bisschen Nerven gekostet, obwohl das sieht ja alles nicht, ich drehe das mal so, es sieht nicht ganz so wild aus, aber die wollte immer irgendwie nicht so, wie ich das wollte. Die Fenster kann man natürlich nachher aufmachen. Dann kann man aufs Sofa gucken. Das Einzige, was ich echt jetzt nicht schick finde, ist mit dem Lenkrad. Seht ihr das? Dass das so tief ist. Das finde ich jetzt irgendwie nicht wirklich gut gelungen. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwie mir was anderes einfallen lasse. Weil, wo soll der die Beine hinmachen? Naja, okay, ist aber nicht so schlimm. Ich habe die Beleuchtung schon angehabt, aber die zeige ich euch erst, wenn es fertig ist. Ich kann euch auch so viel sagen, das ist absolut geil. Hier seht ihr noch den Anschluss dann dafür. Also bis jetzt, Topset. Ich habe da richtig Freude dran. Das Bauen macht echt Spaß. Die Klemmkraft ist cool. Die Bauanleitung ist super beschrieben. Ich bin wirklich begeistert. So, zwei Bauabschnitte noch. 10 und 11. Habe ich jetzt oben das Schlafzimmer fertig. Oh, das ist doch cool gelungen. Da muss ich echt sagen, das gefällt mir echt super. Also der Bau bis jetzt immer noch top. Das macht wirklich Spaß. Schade, dass es gleich zu Ende ist, sage ich dazu nur. Ihr habt danach eine Stromaufnahme. Da denke ich, da kommt nachher noch irgendwie die Innenbeleuchtung noch mit rein oder so. Da muss ich gleich mal gucken. Ich finde das auch toll mit den Schränken und sowas, ne? So Bücherregal beim Bett. Schönes, großes Bett dabei. Einfach top. So, Freunde, ich mache es jetzt mal genau umgekehrt. Ich zeige euch jetzt erstmal das Positive und das ist das hier. Das ist einfach einsame Spitze. Bevor wir gleich zum Fazit kommen, möchte ich euch das einfach mal eben zeigen. Es ist hier so viel Beleuchtung drin. Die Rückleuchten, die Scheinwerfer, die erste komplette Etage, der Herd, die Duschkabine, oben das Schlafgemach, das Führerhaus, die Überdachung, dieses Pavillon, sind Lichterketten umzu. Der Herd, das sieht man da. Es ist einfach grandios. Ich weiß, was so ein Lichtset kostet. Ich habe bei Hajo in Ronnenberg letztes Mal beim Abklemmen mir so ein bisschen was geholt. Und daher weiß ich, dass das nicht ganz günstig ist. Aber der Preis ist natürlich berechtigt, weil so kleine Kabel, so kleine Stecker und, was man da alles mitmachen kann, alles in Ordnung. Also daher weiß ich schon, was sowas kostet. Und das ist eine ganze Menge. Trotzdem habe ich bei dem Set das ein oder andere gleich zu nörgeln. Und das zeige ich euch jetzt gleich. So, Freunde, so sieht es aus, wenn es hell ist. Ich habe jetzt die oberste Front, habe ich jetzt mal abgenommen. Ich wollte eben gucken, ob ich Licht habe. Also, ich habe die zweite Etage habe ich einfach mal abgenommen, damit wir mal eben zusammen gucken können, wie das so alles aussieht. Ich fange mal mit dem Negativen an. Ich habe 85 Euro, glaube ich, bezahlt im Angebot bei Amazon. Mittlerweile liegt der irgendwie bei 120 oder 130 Euro. Ich weiß nicht genau. Freunde, ich sage euch jetzt, warum das Set keine 130 Euro wert ist. Ich habe hier eine Lenkung drin, dass ich das Lenkrad oder dass ich die Lenkung vorne ein bisschen hin und her schieben kann. Aber das war es auch. Das heißt, ich habe weder das Lenkrad dreht sich noch mit oder ich habe hier so eine Dingsteuerung, dass ich das Lenkrad nach links oder rechts einstellen könnte, sondern das ist einfach ja so, wie es jetzt gerade ist. Ich kann nicht in den Motorraum reingucken. Würde ich auch noch sagen. Okay. Wenn ich mir aber das Lenkrad angucke, dann sage ich mal, da haben sie alle völlig versagt. Ich versuche das mal ein bisschen schärfer zu machen. So, da haben sie alle völlig versagt. Dann guckt euch das mal an. Dann habe ich auch nur einen Fahrersitz. Es gibt keinen Beifahrersitz. Sind ihnen die Steine ausgegangen. Oder ich weiß es nicht. Freunde, ich rede nicht von dem Bau. Der war absolut genial und das hat einen Heidenspaß gemacht. Ich rede jetzt wirklich nur von dem, weswegen ich keine 120 Euro oder 130 Euro ausgeben würde. Von innen ist das einfach top, guckt euch das an. Allein schon mit dem Teppich davor und die Vorhänge davor
Und die Dusche, die Beleuchtung ist natürlich top. Ich drehe es nochmal um. Übrigens sind das alles Aufkleber, wenn ihr irgendwo was seht, das zeige ich euch gleich. Da, die Küche, der Herd ist an mit der Beleuchtung. Die Spülmaschine, unten so ein Fach zum Rausziehen. Das sind übrigens Aufkleber. Ihr könnt die Fenster natürlich aufmachen. Keine Frage. Und der Batteriekasten sitzt hier hinten. Die Elektronik habe ich da hinten so ein bisschen in Ecke. Ich bin jetzt nicht gerade so der Elektronik-Spezialist. Da müsst ihr Vicky von Vickys Klemmbausteinwelten mal fragen. Der hat da mehr Ahnung von. Ich war einfach froh, dass es nachher beleuchtet war. Die Scheibenwischer übrigens vorne sind auch geklebt. Batteriekasten. Und da seht ihr so eine kleine Batteriekasten, da seht ihr so eine kleine Platine. Und die ist dafür da, wenn ihr gleich das Oberteil, also die zweite Etage darauf steckt, dass die auch beleuchtet ist. So sieht das aus. Das ist quasi das Pavillon dazu. Hier sind so Solarleuchten. So, ich hätte mir gewünscht, dass man das hier mit den Solarleuchten einfach nochmal abnehmen kann. Ich kann das zwar hier unten einmal aufmachen. Zack. So, dann kann ich da so ein bisschen reingucken. Dann sehe ich da eine Uhr. Irgendwo habe ich gerade was abgedrückt hier. So, sehe ich da eine Uhr und so ein Bild. Und da hinten in der Ecke, da ist noch so ein Schlafzimmer. Aber da kann ich jetzt machen, was ich will. Ich kann euch das nicht zeigen, weil man das einfach nicht sehen kann. Egal, was ich jetzt mache. So, da hinten das Blaue mit Schubläden und Bücherregalen und alles. Das kann kein Schwein hingucken. Ich kann nichts abnehmen. Ich kann euch das vielleicht nochmal so, da könnt ihr so ein bisschen reingucken. Ich weiß, ich komme nicht mal an die Fenster, um die Fenster jetzt aufzumachen. Wenn ich da zumindest... Oh, weil es ist hier unter verbaut. So, mit dem Finger mal kurz irgendwie da rein. So, Beleuchtung nochmal an. Und da hinten seht ihr zumindest mal die Regale. So, ja, das ist jetzt nicht ganz top. Aber so das Bett. Das fand ich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aber okay. Da ist die Leiter, dass ihr in den Betten rein könnt. Und da sind so die restlichen Küchenutensilien. Schränke, oben noch ein Pokal und noch ein paar Gläser und sowas. Und da ist eben halt der Anschluss, damit das oben auch beleuchtet wird. Und eben halt das Pavillon und sowas. Hier oben kommt nachher die Kiste rauf. So. Und dann war es das. So, ich setze das gleich mal rauf. Und dann zeige ich euch das gleich mal, wie das zusammen aussieht. So sieht das Set fertig aus. Machen wir schnell. Fangen wohl. F9012. Die Setnummer, 1741 Teile, habe ich bei Amazon gekauft. Für irgendwie, ich sag mal, 85 Euro im Angebot. 8 Plus, ja, das glaube ich auch. Das 8-jährige Kinder, ob Mädchen oder Jung, das bestimmt schon zum größten Teil alleine aufbauen könnten. Weil die Bauanleitung ist einfach mit einer der besten überhaupt, die es gibt. Da gibt es auch wirklich nichts zu quaken. Entschuldigung, die Bauanleitung ist einfach grandios. Bei der Elektrik ist es natürlich ein bisschen was anderes. Nicht jeder hat da so ein Wiki irgendwo in der Ecke sitzen, der das mal eben schnell zusammendübelt. Da, da könnte es natürlich ein bisschen Probleme geben. Aber warum sollte sich ein Kind das kaufen? Sind wir mal ehrlich, es ist völliger Quatsch. Für 85 Euro, Freunde, ist das ein vernünftig geiles Set. Mehr aber auch absolut nicht. So viel Liebe in den Innenraum hier oben reingesteckt oder hier unten, hier oben reingesteckt und hier alles verkackt ab da an. Was ja eigentlich schade ist. Das Lenkrad viel zu tief, nur ein Sitz. Ja, da hast du eine Lenkung, aber das war's. Und die kannst du auch nicht so weit einstellen, dass die da irgendwo stehen bleibt, weil die dreht sich immer irgendwie wieder fast in die Mitte. Kein Motorraum, nichts zu sehen. Trotzdem würde ich mir wieder so ein Set kaufen, weil der Bau einfach Spaß macht.
Vielleicht haben die es auch nicht. Vielleicht haben die auch niemanden, der Auto fahren kann. Vielleicht hat auch niemand so ein Auto vor denen gesehen. Und dann haben sie gesagt, naja, da muss nur ein Fahrersitz rein. Weil, was soll der Zweite? Der kann ja schon mal hinten kochen, quasi. Ne? Herdplatte ist ja auch hinten an. Ich weiß es nicht, Freunde. Spielt auch keine Rolle. Der Rest ist einfach genial. Und daher eine klare Kaufempfehlung, solange das Set nicht weit über 100 Euro kostet. Wenn ihr es zum Hinstellen wollt, wenn ihr Liebhaber seid von Campingausrüstung, Campingwagen oder Wohnmobile oder was weiß ich, dann ist das Teil natürlich super, wenn das irgendwo im Regal steht, die Freunde kommen und das so beleuchtet stehen sehen, die flippen aus. Deckt das vorne einfach so ein bisschen ab. Na Freunde, was war denn das, was für ein Set? Viele Höhen, viele Tiefen, das ging ja rauf und runter. Freunde, alles was über 90 Euro ist, lass es liegen. Alles was unter 90 Euro ist, nimmt's mit. Wirklich, eine Top-Bauanleitung. Es ist so schön. Selten so eine geile Bauanleitung gesehen. Außer vielleicht bei Lego. Wenn man dann da Bock hat, auch viel zu blättern. Die Elektrik dazu ist auch gut. Man muss natürlich ein bisschen Lust dazu haben. Es ist ein bisschen friemelig, aber das macht am Ende oder hat es mir auch Spaß gemacht. Und wenn alles leuchtet, dann ist so manche Wut dann auch verflogen. Tolle Inneneinrichtung, tolle Steine, tolle Ideenumsetzung, beschissener Innenraum. Man kann eben nicht alles im Leben haben, Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Guck mal, jetzt in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Freunde. Genießt die Zeit mit euren Lieben, ihr kennt das. Ne? Die Zeit kann manchmal schneller vorbei sein, als man sich das denkt oder wünscht. Und dann hinterher sagt man, ach, hätte ich mal. Daher genießt die Zeit, die ihr habt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, na klar, bei Stein auf Stein zum Ziel. Ich bin Andreas und sage Moin!